is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Reinigung der Gemeinde. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Die Zeit steht uns bevor, in der die wunderwirkende Macht des Erzbetrügers noch klarer zutage treten wird. Und seine Betrügereien werden sich in ihrer verführerischen Attraktivität steigern, so dass sie sogar die Auserwählten verblüffen, ja, wenn möglich, verführen werden. Der Fürst der Finsternis wirkt mitsamt seinen bösen Engeln auf die christliche Welt ein, um alle, die den Namen Christi bekennen, zu verleiten, sich unter das Banner der Finsternis zu stellen und gegen die zu kämpfen, die Gottes Gebote halten und den Glauben Jesu haben. Eine abgefallene Kirche wird sich mit den Mächten der Erde und der Hölle verbünden, um auf der Stirn oder der Hand das Malzeichen des Tieres anzubringen. Sie werden Gottes Kinder dazu drängen, das Tier und sein Bild anzubeten. Sie werden versuchen, dem Papsttum zu huldigen. Dann werden Zeiten kommen, die jeden Menschen auf die Probe stellen. Das Bündnis der Abtrünnigkeit wird nämlich fordern, dass die treuen Untertanen Gottes das Gesetz Jahwes aufgeben und die Wahrheit seines Wortes ablehnen. Dann wird das Gold von den Schlacken getrennt werden. Es wird deutlich werden, wer wirklich fromm ist, wer treu und echt ist und wer die Treulosen sind, die Schlacken, das Rauschgold. Welche Wolken von Spreu werden dann vom Wind weggetragen werden, wenn Gott seine Wurfschaufel betätigt? Wo unser Auge jetzt nur einen Teppich von purem Weizen erkennen kann, wird die Spreu mit Gottes Wurfschaufel weggeblasen werden. Jeder, für den Christus nicht der Mittelpunkt ist, wird in der Prüfung und Feuerprobe jenes Tages versagen, während alle, die mit Christi Gerechtigkeit bekleidet sind, fest zur Wahrheit und zur Pflicht stehen, werden die anderen, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen haben, sich unter der schwarzen Fahne des Fürsten der Finsternis einreihen werden. Dann wird erkennbar, wer sich für Christus und wer sich für Belial entscheidet. Menschen, die sich selbst nichts zugetraut haben, die es unter gewissen Umständen nicht gewagt haben, sich als Außenseiter kennzeichnen und schmähen zu lassen, werden schließlich offen für Christus und sein Gesetz eintreten. Während viele, die wie blühende Bäume aussahen, doch keine Früchte trugen, mit der Masse gehen und Böses tun. Sie werden das Zeichen des Abfalls an der Stirn oder Hand empfangen.